Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Heute möchte ich ein neues Video machen, wo ich einen Club vorstelle. Ich habe ja letzte Woche damit angefangen, mit auf Englisch einen deutschen Club vorzustellen, Holstein Kiel. Und heute möchte ich dann auf Deutsch einen spanischen Club vorstellen. Und zwar einen Club, mit dem ich extrem viel verbinde. Und zwar geht es um Real Club Celta de Vigo. Es ist so, dass ich 2012 ein halbes Jahr dort zur Schule gegangen bin und da halt auch gelebt habe. Und also in Vigo. Und naja, wie das so ist als Fußballfan und sowieso in Spanien, wird einem relativ schnell eine Frage gestellt und je nach Region dann auch noch die zweite. Die erste ist natürlich Real oder Barca. Ich habe immer mit Barca geantwortet, weil da waren ja auch noch die Eindrücke mit Pep Guardiola und Barcelona richtig frisch und das feiere ich einfach. Wird, glaube ich, so, bin ich nicht so optimistisch, dass das nochmal in ähnlicher Art vorkommen wird im Weltfußball, aber das fand ich richtig geil. Aber in Vigo war es dann so, das fanden nicht so viele Leute toll. Da hat man schon immer direkt so ein bisschen einen komischen Blick, hey, warum denn Barca und nicht Real bekommen. Aber das gehört natürlich dazu und ist erklären, es ging dann auch nicht darum, das zu erklären, es war nur zu gucken, auf welcher Seite stehst du. Und dann in Vigo, oder ich glaube sogar in ganz Galicien, ist dann die zweite Frage, Vigo o Depor? Vigo, Real Club Celta de Vigo, also beziehungsweise nicht Vigo o Depor, Celta o Depor. Also klar, Real Club Celta de Vigo oder Deportivo La Coruña. Und ich habe mich da natürlich klar zu Vigo positioniert, und weil das wäre nicht gut gewesen, sich auf La Coruñas Seite zu stellen. Und ja, ich war ja auch in Vigo und es gab gute Gründe, da mit dem Club da zu sympathisieren. Und nämlich war es in dem Halbjahr, ich war im ersten Halbjahr 2012, war ich da, und da war es so, ich habe eigentlich nicht so viel vom Fußball mitbekommen. Was ich aber mitbekommen habe, war so ein bisschen nervöse Stimmung, so eine kleine positive nervöse Stimmung in Bezug auf Fußball. Und das lag daran, dass Celta Vigo es geschafft hat, in dieser Saison oben mitzuspielen. Und die waren damals Zweitliges und es ging halt um den Aufstieg. Und da hat man so im Laufe der Zeit gemerkt, die Bevölkerung wird optimistischer. Plötzlich wurde es extrem in die Trikots zu tragen. Plötzlich wollte jeder Teil der hellblauen Familie sein. Und ja, also fast jeder. Es gab natürlich auch ein paar Fans, und die gibt es auch immer noch in Vigo, glaube ich. Ich weiß nicht, was die reitet, aber die, oder was sie geritten hat, aber die sympathisieren eher mit La Coruña. Und das war in dem Jahr war das extrem, weil beide um den Aufstieg gekämpft haben und ich glaube schlussendlich La Coruña als Meister und Vigo als Zweiter beide aufgestiegen sind. Und da war das dann so, dass ich halt relativ wenig Bezug zum spanischen Fußball in der Zeit bekommen habe. Ich weiß gar nicht, woran es genau lag, aber irgendwie bin ich da nicht wirklich an Fußball oder Informationen zum nationalen Fußball gekommen. Ich kann mich erinnern, dass wir viel Champions League geguckt haben. Damals 2012 das Finale der Home, der Roa,
Ich kann es nicht, ich kann kein Bayerisch. Also zumindest das Finale in München, was der FC Bayern dann gegen Chelsea verloren hat. Aber so den Liga-Fußball habe ich damals nicht so richtig mitbekommen. Und dann kam halt irgendwie, es muss ein Tag im Mai gewesen sein. Und da kam mein Gastbruder irgendwie rein und sagt, ja, ich hau gleich ab, ich gehe zur zur Aufstiegsfeier. Ich gehe zur Aufstiegsfeier von Celta de Vigo. Und ich so, Alter, da muss ich mit. Ist egal, komme, was wolle, da muss ich mit, da muss ich hin. Alleine schon, um das zu erleben, wie ein Aufstieg gefeiert wird. Und dementsprechend habe ich dann meine Gastmutter belatscht, habe mich dann ein bisschen unbeliebt gemacht mit der Aktion, dass ich einfach mitgegangen bin. Und dann sind wir da zusammen hin, haben da bis nachts irgendwie gefeiert und sind dann nach Hause. Und am nächsten Tag war Schule und dann war der nächste Schultag halt ein bisschen hart, aber es war okay, es war auf alle Fälle die Sache wert. Und auf dieser Party war die Stimmung extrem ausgelassen. Aber es war halt auch extrem voll. Man hat das Gefühl, die ganze Stadt hat sich da getroffen. Kein Wunder bei diesem geilen Erlebnis, diesem Aufstieg. Und daran, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass man sich natürlich durch die Massen schlängeln musste. Und während ich es in Deutschland kenne, dass man so sagt, ja, du musst halt zusehen, dass du hinten dran bleibst, wird es in Spanien oder haben wir es so gemacht, dass jeder sich selbst oder dass jeder den Vordermann am T-Shirt festgehalten hat und dementsprechend so eine richtige Kette gebildet hat. Und dann sind wir immer durch die Massen da durchgeströmt. Und trotzdem, die Stimmung war extrem geil. Alle waren da locker drauf. Alle haben auch die Hymne wurde gesungen. Und dementsprechend war das eine richtig geile Erfahrung. Und dementsprechend werde ich Felter natürlich immer mit diesen Erfahrungen in Erinnerung behalten. Und auch wenn du mich nach meinem spanischen Lieblingsclub fragst, dann wird sowohl Barcelona genannt, zumindest die Mannschaft unter Pep Guardiola damals oder die Mannschaften unter Pep Guardiola und Felta. Obwohl ich von Felta echt noch nicht viel Fußball gesehen habe, aber da ist dann die Einstellung oder das Erlebte drumherum ist mir dann in dem Fall auch wichtiger, als da das Spiel stark zu analysieren. Ja. Der Club selbst 1923 gegründet, war wieder eine Fusion, kennt man auch aus Deutschland relativ häufig. Und der erste Club von der Fusion ist 1908 gegründet. Warte, der Club 1923, ja, und der erste Club war 1908. Also der erste Club, die dann zum Real Club Celta de Vigo fusioniert haben, wurde da gegründet. In Vigo wurde dann 1923 das Stadion gebaut, das Stadion Estadio Balaídos. Und da hat dann auch Celta Vigo die Spiele, oder da trägt bis heute Celta Vigo die Heimspiele aus. Und das finde ich schon krass, 100 oder fast 100 Jahre bald, ein und dasselbe Stadion. Das zeigt, wie eng verwurzelt die auch an ihrem Platz sind oder an ihrem Ort. Das Stadion selbst habe ich auch noch nicht live gesehen, aber ich weiß, dass da 29.000 Leute reinpassen und ich glaube, dass das nach der Meisterfeier bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch richtig geile Stimmung ist und dass es richtig Spaß macht dort im Stadion zu sein. Dann, wenn wir in der Geschichte weitergehen, 1936 waren sie das erste Mal oder haben sie das erste Mal den Aufstieg geschafft in die erste Liga. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie aufgrund des Krieges erst 1939
das erste Mal in der La Liga spielen können. Und ja, dann 1971 haben sie es dann geschafft, das erste Mal international zu spielen. Und ja, dann hatten sie halt 2012 den Aufstieg aus der zweiten Liga. Das heißt, sie müssen irgendwann vorher abgestiegen sein. Weiß ich nicht, wann sie abgestiegen sind. Und seit dem Aufstieg läuft es bei denen gut, also immer relativ safe in der Saison. Und sie haben zum Beispiel 2017 einen Riesenerfolg gehabt. Da haben sie Europa League gespielt und sind bis ins Halbfinale vorgedrungen. Im Halbfinale haben sie dann gegen Man United verloren, aber auch ganz, ganz, ganz knapp. Aber das war natürlich ein Riesenerfolg. Diese Saison, also zur Saison 2020/2021, haben sie Platz 8 belegt und dementsprechend sind sie minimal am internationalen Geschäft vorbeigeschrammt. Wie gesagt, ich habe nicht viel, oder ich habe bewusst, ist mir kein Spiel im Kopf von denen, wie sie spielen, taktisch analysieren, habe ich sie jetzt auch nicht für dieses Video, sondern trotzdem habe ich mir mal den Kader angeguckt. Da ist mir so ein bisschen was aufgefallen. Also ich kann mal ein paar Namen nennen. Emre Mor ist da, Nolito ist da, Denis Suarez ist da und Iago Aspas. Bei Iago Aspas ist es so, der war schon 2012 bekannt in Vigo und der wurde damals als großes Talent gehypt und dann dachte ich mir so, war der da wirklich jetzt seit 2012 oder muss dann ja 2011 gewesen sein, beziehungsweise noch ein bisschen früher und dann durchgehend vor Ort. Und dem ist nicht so. Ich hatte auch im Kopf, dass er gewechselt ist. Nämlich, und das ist auch der Fall, er ist dann nochmal zu Liverpool und, wenn ich mich richtig erinnere, zu Sevilla und dann zurückgekehrt zu Celta Vigo. Und das Interessante ist, dass sich dieses Heimkehrer-Prinzip, nenne ich es mal, weil bei denen scheint es wirklich eine Strategie zu sein, relativ häufig in dem Kader gesehen habe. Also ein Spieler, der wurde vor Ort ausgebildet in der Akademie von Vigo und hat dann seine ersten paar Profispiele bei Vigo gemacht, daraufhin dann in die weite Welt raus, irgendwohin, meistens entweder in Spanien geblieben, aber zu den Top-Clubs wie Denis Suarez, der zu Barcelona gegangen ist, oder halt nach England zu den Top-Clubs und danach wieder heimgekehrt. So, ich würde nicht sagen zum Karrierenende, sondern wirklich, die haben dann im besten Fußballalter mit 26 oder so sind die dann wieder zurückgekommen. Und das habe ich da wirklich ein paar Mal gesehen. Das ist ganz sicher ein Teil ihrer Transferstrategie und ich finde, das hat auch was familiäres. Also dieses, man zieht den Nachwuchs groß, macht ihn groß, dann irgendwann ist das, was man dem Nachwuchs bieten kann, irgendwie halt, ist halt irgendwo beendet, ist halt begrenzt. Viel mehr können die Eltern oder der Verein dann nicht leisten und dann geht der Nachwuchs in die weite Welt. Sammelt Erfahrung, spielt auf Top-Niveau, der eine bei Liverpool, der andere bei Barcelona und danach kommt er halt nach ein paar Jahren wieder zurück und dann als deutlich gereifter Spieler und mehr oder weniger kommt er dann halt wieder nach Hause und kann dann da dem Club extrem weiterhelfen. Natürlich sind das zwar viele, die das sind, da sind auch ein paar, die sind komplett in Vigo geblieben. Also bis jetzt, also ich glaube zum Beispiel der Kapitän von Vigo wurde da ausgebildet und ist seine ganze Karriere bei Vigo geblieben. Ist natürlich auch ein Weg und sie haben ein paar, die natürlich auch von außerhalb kommen.
Manche aus Spanien, einige aus Südamerika. Emre Mor kommt ja aus Dänemark, Dortmund und dann nach Vigo. Und ja, für mich ist diese Kaderzusammenstellung sehr, sehr, ich finde die Kaderzusammenstellung sehr, sehr interessant, dass sie wirklich darauf achten, dass die Spieler, die sie verpflichten, möglichst zu einem großen Teil die Celta de Vigo-Familie auch kennen und schon Teil der Familie sind, der hellblauen Familie. Ja, jetzt noch ein paar Merkmale halt. Wie gesagt, sie sind hellblau, sie sind in Galicien. Galicien ist, also in Vigo, Vigo liegt in Galicien. Galicien ist der kleine Zipfel, der noch zu Spanien gehört, direkt über Portugal, also direkt da nördlich von Portugal. Und aktuell machen sie nicht nur auf dem Platz oder sorgen sie nicht nur auf dem Platz für Furore, sondern denen ist auch sehr wichtig aktuell das ganze Business. Und beispielsweise haben sie jetzt im letzten Jahr einen Preis gewonnen von Deloitte zum Thema Internationalisierungsstrategie. Ich habe nicht rausgefunden, warum sie diesen Preis gewonnen haben. Ich kann ihn also nicht bewerten, ob die wirklich so gut sind oder ob das irgendwie, wie sie, und ich habe auch keine, ich weiß auch, ich habe auch die Strategie nicht herausfinden können für dieses Video. Aber ich wollte zumindest, beruhigt mich das ein bisschen, wenn man dahingehend, dass sie dementsprechend jetzt auch gut wirtschaften. Und als Sympathisant ist das dann ganz angenehm, dass man dann das Gefühl zumindest, oder dass das Gefühl sich ein bisschen verstärkt, dass sie auch weiterhin erfolgreich arbeiten können, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Ja, das war einmal der Real Club Celta de Vigo. Mich würde interessieren, die Transferstrategie, die Kaderplanungsstrategie, die finde ich so unfassbar interessant. Und ich hatte jetzt heute in der Vorbereitung auf das Video das Gefühl, das sei typisch spanisch. Dieses, wenn ich mich an Athletic Bilbao erinnere, die irgendwie einen riesen Nachwuchs haben. Auch bei Barca sind immer wieder Spieler, die dann da auch lange bleiben. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, diese Transferstrategie, entweder die Jungs zurückzuholen oder die Jungs auszubilden und dann auch direkt zu behalten, dass die in Spanien häufiger angewendet wird als in Deutschland. Siehst du das auch so? Siehst du das auch so, oder glaubst du, dass ich mich da getäuscht habe? Was ist deine Meinung? Wo sind die Unterschiede im Transfer oder in der Transferphilosophie und in der Kaderplanungsstrategie zwischen deutschen Clubs und spanischen Clubs? Das würde mich sehr interessieren. Schreib deine Meinung in die Kommentare. Ich freue mich da noch mehr über den spanischen Fußball zu lernen. Und ja, und ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement hast. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt noch ein kleines Angebot machen. Ich habe Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, die Fußballmanagement Online Akademie gegründet. In dieser Akademie sind schon einige Online-Kurse. Schau mal, ob dich da vielleicht ein Online-Kurs anspricht, der dich dann weiter nach vorne bringt. Wenn du weitere Fragen hast zu irgendwelchen Themen, komm gerne auf mich zu, schreib mir auf Instagram oder Facebook und ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß bei den Online-Kursen. Die Online-Kurse findest du unter dem Link, der in der Videobeschreibung, den du in der Videobeschreibung findest. Ich freue mich, dich mit meinen Videokursen und natürlich mit dem Content auf YouTube oder als Podcast, wenn du es als Podcast hörst,
nach vorne zu bringen, sodass wir gemeinsam wachsen.